Zwischen 1961 und 1989 gab es zwischen Ost- und West-Berlin eine Mauer. Am 13. August 1961 wurde sie gebaut und am 9. November 1989 ist die Berliner Mauer gefallen. Warum war sie da? Wer hat sie gebaut? Das erkläre ich in diesem Video. Am Ende des Zweiten Weltkriegs haben die alliierten Siegermächte Deutschland geteilt. Am Anfang gab es vier Teile von Deutschland. Im Nordwesten hat Großbritannien regiert, im Südwesten Frankreich, im Südosten die USA und das nordöstliche Teil wurde von der Sowjetunion regiert. 1949 haben Großbritannien, Frankreich und die USA zusammen die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Im Ostteil wurde die Deutsche Demokratische Republik gegründet. Berlin liegt aber im Ostteil und wurde auch zwischen den vier Siegermächten geteilt. Zwischen 1945 und 1949 gab es vier Teile. Aber als die DDR und BRD gegründet worden waren, wurden die vier Teile nur zwei. Zwischen 1949 und 1959 war das okay. Es war nicht perfekt, aber es hat funktioniert. Zwischen 1959 und 1961 haben die Spannungen zwischen den Westmächten und den Machthabern des Ostblocks entstanden. Viele Menschen wollten raus aus Ostdeutschland und sind durch Berlin gegangen, um nach Westen zu fliehen. Um das zu vermeiden, haben die Sowjets Soldaten und Polizisten zur Grenze geschickt. Es hat nicht lange gedauert, bis sie dort auch eine Mauer gebaut haben. Die ganze Stadt wurde geteilt. Man konnte nicht mehr so einfach zwischen Ost- und West-Berlin fahren. Obwohl die Westberliner S-Bahn- und U-Bahn-Linien teilweise unter Ostberlin gingen, hielten die Züge nicht mehr in Ostberlin. Die Haltestellen, wo die Züge halten sollten, wurden Geisterbahnhöfe genannt. Hauseingänge wurden zugemauert, um die Wohnungen und Häuser als Teil der Mauer zu verwenden. Die Leute, die dort wohnten, konnten nur in ihr Haus oder ihre Wohnung reingehen, wenn sie über die Hinterhöfe kamen. Wegen Fluchtversuchen mauerten sie auch bald die Fenster zu. Die Mauer wurde nicht nur zwischen Ost- und West-Berlin gebaut. Es gab auch eine Mauer zwischen Ost- und West-Deutschland. Wenn man raus aus Ost-Berlin fliehen wollte, konnte man erschossen werden. Die Zahl der Todesopfer an der Berliner Mauer wird gestritten, da die DDR und die Sowjetunion haben die Gewalt an der Mauer verschleiert. Was wir sicher sagen können, ist, dass viele Menschen an der Berliner Mauer gestorben sind. Manche wurden erschossen, manche sind aus Fenstern gesprungen. Wenn man bei einem Fluchtversuch gefangen wurde, konnte man bis auf 8 Jahre im Gefängnis dafür bekommen. Wenn man anderen Menschen im Fluchtversuch Hilfe bot, konnte man lebenslang im Gefängnis bleiben. 1989 wollten die DDR in einer Pressekonferenz sagen, dass die Leute in der DDR unbehindert zwischen die DDR und BRD reisen konnten. Sie meinten damit, dass die Leute ein Visum bekommen konnten, wenn sie aus der DDR reisen wollten. Aber sie haben in der Pressekonferenz gesagt, dass man die Visen kurzfristig bekommen konnte. Die Leute in der DDR haben gedacht, dass sie unbehindert zwischen die DDR und die BRD reisen konnten. Die Presse berichtete, dass die Grenzen geöffnet waren. Die Regierung und Soldaten konnten nichts anderes, als aus dem Weg zu gehen. In kurzer Zeit wurde die Berliner Mauer offen. Es dauerte fast ein Jahr, bis die zwei Deutschlands offiziell wieder vereinigt wurden. Aber der 9. November 1989 ist der Tag, an dem die Berliner Mauer gefallen ist. Wenn man mehr Videos über die Berliner Mauer sehen will, habe ich eine Playlist mit Videos darüber gemacht. Es gibt Videos auf Deutsch und auf Englisch. Die Links dazu sind in der Beschreibung. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Mr. Gorbachev, tear down this wall.